Paradox Interactive, Arrowhead Game Studios, Pieces Interactive präsentieren Magica. Woohoo! Yay, da hört man schon Yubi im Hintergrund. Ja, Leute, wir machen jetzt mal ein kleines, aber feines, lustiges Zwischenprojektchen. Yo, und da freue ich mich schon sehr drauf. Und zwar spielen wir hier eine Runde Magica zusammen. Das wird ungemein fein. Also aber in einer... Was, ja? Ja? Du, was? Nein, du, mach du mal, bitte. Also wir spielen in einer unglaublich großen Gruppe, also zwei Leute, Yubi und ich, ne? Es würde ja, theoretisch auch mit vier gehen, aber wir machen das jetzt mal zu zweit, ziehen wir das schnell durch. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen mal langsam an, oder? Jawohl. Wir quatschen einfach direkt drauf los, wir müssen gar nichts erklären. Ich schlag mal schnell das Buch schon mal auf hier. Wir werden das Ganze über Online-Spiel machen, aber wir sehen uns gleich in der Charakterauswahl. Bis gleich. Joho. So, und da sind wir in der Charakterauswahl. Ich klicke mal hier auf Bereit und dann kann der Yubi auch schon das Spiel starten, würde ich sagen. Genau. Erst auch mal von mir so richtig willkommen zu Magica. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Also, wir kennen es schon. Aber egal. Viel Spaß. Egal, wir werden trotzdem Spaß damit haben. Auf. Dann erzähle ich euch eine Geschichte. Sie handelt von Kerkern und Kriechechsen. Großorks und Goblins, Ghulen und Geistern, Königen und Erkundungen, aber zuvorderst von Zauberern und von Zauberern eben. Zauberer! Läuft das auch mal schwer? Es war einmal ein Land, Name Midgard. Dort lebte ein mächtiger Zauberer namens Grimnir, den es drängte, die Magie in all ihren Formen zu beherrschen. Mit diesem Wissen und Zaubersprüche aus längst vergessenen Zeiten hätten die Zauberer des Ordens der Magie allen Landen ewigen Frieden schenken können. Aber der Orden der Magie fühlte sich von seinen Bestrebungen bedroht. Es wurden Ränke geschmiedet, ein heimtückischer Plan ward geboren. Und so kam es, dass Grimnirs Anhänger aus dem Orden flohen. Und er selbst ans Weltenende verbannt wurde. Für immer. Und das alles nur wegen seines gefährlichen Wissensdurstes. Da Grimnirs abnorme Ambitionen zerschmettert dalag, war die Welt sicher. Wieder einmal. Abgesehen von den vermehrten Monsterbesuchen bei den armen Dörfern. Und abgesehen vom Kriegsherrn Khan, der die Orkstämme vereint hatte und nun die Prachtstadt Havindir bedrohte. Aber im dunstigen Glanze von Schloss Aldirheim, dem Sitz des Ordens, schickte sich ein brillanter Lehrmeister mit seinen Elite-Eleven an, zu verhindern, dass sich die Welt jemals wieder ändern sollte. Und zwar für immer. Yeldai! Je flat o je van null vampir. Niva fladas batzen havindi o jelp odir. Yay! Gehen wir den König helfen. Kein Vampir. Nein, wenn er sagt, er ist keiner, ist er keiner. Ja, glaube ich auch. Himir bots, monster iskogen, odir jal. Je flat null vampir, nis batzen havindir. Ja, Vlad ist kein Vampir, sehr gut. Diese Sprache ist einfach so unglaublich geil. Yeah. Das ist super, das ist schön. Warte mal, wir können ja auch ein bisschen die Gegend erforschen. Ja, willkommen erstmal hier. Magica, so schaut das Ganze einmal aus. Ein kleines, sehr verrücktes Spiel. Und ich bin gespannt, wie es euch gefällt, falls ihr es noch nicht kennt. Dieser Sprint geht in die falsche Richtung, sagt es, wenn man die Tafel anschaut. Ja, wir können ja mit Vlad nochmal reden. Sagt er noch irgendwas? Nies Batzen Havindir Odir Halb Jas. Ja, dann Harvindir. Dann auf nach Harvindir zum König. Schau mal, hier ist ein Bild. Das ist ein Bild von Vlad. Was sagst du dazu? Ah, ja dann. Ja, es passiert dem Besten. Ich hätte ja auch zuerst gedacht, dass er ein Vampir ist, aber ist er ja nicht. Nee, zum Glück nicht. Look near dunke dunke Midgar Jeltenfest. Alhaster Bioster. What the Käse! Fuck? Käse! Schnell, da geht's runter! Oder wollen wir erstmal, schauen wir erstmal uns hier um. Wir schauen uns hier erstmal kurz um, die wollen uns doch bestimmt an irgendwas vorbeiführen. Genau, am Käse. Hier oben ist bestimmt auch noch Käse versteckt. Hier, schau, da ist die Küche! Und da liegt Käse! Überall Käse, da sitzt einer. Aber? Nein, keine Löffel! Nein! Nein! Was?
Was, wo? Ja. Käse. Ah, oh, Käse. Kostbarer Käse. Nom, 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 nom. Käse, Käse. So ein Käse. Wie? Ich hab ja zum Schnacken. You need a rotor. You super look. Ich bin der Onzweiter und großartig. Weil das so ist. Ich will's wissen. Sag's mir. Super Luke. Jere. Ah, ja, ja, das ist natürlich logisch. Oh, hier sind Würstchen. Wurst. Wurst. No. Ich habe einen dicken, bustigen Bart. Ah, jetzt laufe ich wieder. Alles lecks. Ich konnte gerade irgendwie nicht laufen. Die Wurst hat mich so eingenommen. Das ist natürlich... Und das ist, glaube ich, Musik? Das ist, glaube ich, ein Bild vom Ordensvater. Mhm. Das ist ja ein Bild vom Onsvater. Tatsache, das ist er wirklich. Ja, Anfänger, ne? So, ja, kriegst du nie, so kriegst du nie deine farbige Robe. Was haben wir hier unten? Da unten steht nur einer. Jahenki hier. Wookie wow. Jadori Panahus. Ja, Moment mal. Ja, das ist natürlich. Ich kann von hier aus auch mein Haus. Moment. Da sitzen auch welche in den Stühlen. Ja, aber lass uns die mal anstecken. Okay. Boah, das ist aber fies. Ist mir auch egal. Oh. Ach, Leute. Wir sind doch... Hey, da unten ist die Bibliothek, aber da kommen wir nicht runter. Nee, aber da stehen einige Leute rum. Ja, keine Ahnung. Sollen die da stehen? Sollen die da tun, was Leute so tun, wenn sie so rumstehen. Ja, Juvi ist übrigens der lustige Geselle in der grünen Robe, ich bin der in der weißen, ne? Genau, richtig. Jetzt das gehen wir zu unserer Weltretterparty. Genau, zu unserer Weltuntergangsparty. Rettungs. Hey! Yay! We started Dunke Dunke Redder. And yeah, Redder behind Ooster. Nein! Der Käse! Der gute Käse! Da liegt doch noch welcher auf dem Tisch. Stimmt. Wow, Tina, je Grimner, je Skarpanede! Wow, das hast du toll gemacht. Du bist ein ganz großer... Arschloch! Ey, wir haben 140 Schaden. Nicht Damage kassiert. Nein, ich hab mir ein Bein gebrochen. Das ist übrigens sehr schön gemacht. Banane! So, und jetzt wird hier uns die Steuerung erklärt. Ne? In Magicka, also Amagicka, experimentiert man mit Kombinationen von bis zu 5 Elementen, um Zauber zu erschaffen. Das Experimentieren ist ein wichtiger Faktor. Es gibt tausende von Kombinationsmöglichkeiten. Um überhaupt Elemente beschwören zu können, benötigt man einen Stab. Hol dir einen aus der Waffenablage. Jo, das machen wir doch mal gleich. Die ist ja nicht so schwer zu sehen. Gib mir einen Stab. So, Typ Leben. Heilt wirkt gegen Gift und fügt untoten Schaden hinzu. Gegenteil ist Arkan. Irgendwie zeigt er mir gerade nichts an, aber egal. Hat er mir aber angezeigt. Ping. Na, achso, halt, warte, Mausrad war auslösen, genau. Ach ja, Mausrad, stimmt. Okay. Jetzt mit dem Scherz zu schlagen. Bling. Warte. Au. Ja, man kann sich auch gegenseitig hauen. Wie man übrigens sieht, es gibt Friendly Fire. Ja, das ist auch ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Ja. So, jetzt kriegen wir Erde. Achso, wie konnte ich denn gleich noch diese Strahlen abfeuern? Das geht noch nicht, da musst du kombinieren dann später. Achso. So, jetzt haben wir Feuer gelernt. Sprühzauber! Feuerschaden, was? Mit der Zeit? Achso, ja, Zeit steht da. Achso, weil... gesagt, Panik trocknet, nasse Ziele. Weil du hier Host bist, wirst du wahrscheinlich das Zeug angezeigt kriegen. Kann sein. So, zünden wir den Spaß mal an hier und dann geht's da drüben auf. Wollen wir die Fässer eigentlich zerstören? Nee. So, okay. Kontrollpunkt. Oh mein Gott! Nein! Erde und Feuer kombinieren! Okay. Ja, what the fuck? Bam! Was? Ich muss gerade mal gucken, wie es wieder war. Ich hab's so vergessen. Oh mein Gott, hier brauchen wir Energie, hier brauchen wir Strom, da ist der Saft alle. Au! Stopp, ich hab dich mal kurz als Ableiter benutzt, ne? Juvi will mich töten. Huch! Oh, was? Ach ja, ja, stimmt, wenn man die Strahlen so gegeneinander wirkt, dann stößt man sich ja ab. Ghostbusters-Anspielung, ne? Kreuzen niemals die Strahlen. Oh mein Gott, wir sind nass.
Was so halt. So. Wie konnte man auf sich selber casten? Mausrad. Mausrad. Genau. Müssen wir das gleichzeitig machen? Nee. Oder so? Müssen wir nicht. Das geht eigentlich alles auch alleine. Okay, jetzt Arcane. Jetzt lernen wir Arcane. Achso, warte mal, hier müssen wir kombinieren, genau. Ich bin da runtergefallen. Ich bin stolz auf dich. Ich hab noch nicht Wiederbelebung gelernt. Yay! Oder vorne im Blutteich. So, da lebst du auch wieder. So, jetzt kriegen wir Kälte. Genau. Und wie ihr seht, je mehr Zauber man aufgeladen hat. Warte mal. So, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Zauber aufgeladen habe, laufe ich extrem langsam. Das bedeutet, wir brauchen immer wenig Zauber. Ja, Jubel macht mal aus. Dann liegt ein Zauberbuch. Oh, cool. So, damit haben wir Hast gelernt. Das ist eine Kombination aus. Warte mal, wie konnte man das. Ach ja, mit der Leertaste konnte man den auslösen. Das ist eine Kombination aus den Zaubern. So, also aus den Elementen. Und. Ich hab's geschafft. Genau, das Wesentliche dabei ist halt einfach, dass man. Mit Leertaste konnte man auslösen? Ich glaube nicht. Mit Leertaste hast du ausgelöst. Irgendwie du wollte musst er bei mir nicht. Du Zauber auch auswählen, ne? Ja, hab ich eigentlich. Okay. Komisch, mit egal. Dem Mausrad, vielleicht hast du mit dem Mausrad weggedreht? Ah, das könnte sein. Achso, warte mal. Achso, ja stimmt, so hatte ich... Okay, Moment, ich mach die mal schnell hier weg. Ja, mach die mal im Blatt. Und Peng! Oh. Und Peng voll daneben. Ja. Das ist der Baller-Style. Einmal weglasern hier. Zack, zack. Hier, ihr seht, der Schwertkampf ist absolut episch. Ja, du bist voll der Krieger. Ja. So. Brenne. Ich war übrigens noch nie gut in diesem Spiel, aber ich glaube, das macht's gerade so witzig. Das ist, hier geht's auch darum, dass man möglichst viel die anderen tötet, die anderen Spieler. Ja, das stimmt allerdings. So, jetzt müsste Yubi eigentlich gleich wieder leben. Ja, ich spawn hier unten, glaube ich. Oder hallo? Nicht? Jetzt? Nein. Sieh da, schau an, der Augentyrann. Du musst gegen den ernsthaft alleine kämpfen. Nein, woher da stehe ich? Ah, so. Und jetzt lernen wir auch noch Schild. Okay, sehr schön. So. 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 Ja. Arcane mit kombinieren, dann hast du einen Strahl. Ja, ich hab. Aber gerade was Besseres vorgehabt. Die Treppe führt zur Party. Geh hin und viel Spaß. Yay! Wow! Ne Rapper! You think Titter near Fritzel? Und ich werde Wieso Titter? Oh, echt? Ups. Die ist in die Mesa. Anywho, sind Prop Fell Knight, der war nur bra um die Tornado. Ja, was für eine Magie? Wiederbelebung, ja, das ist eine gute Idee. So, und jetzt? Verwirrung. Kriegen wir auch noch mit. Der war super best in die Spatzen nu. Inna wir ha. Arkidance. Okay, dann lass uns mal lieber hier rausgehen. Meinst du wirklich? Oder? Warte mal, vielleicht passieren mir noch Unfälle. Ich weiß es ja nicht. Ups, ist ein Unfall passiert. Was? Auf alle zu killen. Die haben von selber Feuer gefangen. Ich hab da gar nichts gemacht. Oh, das war. Ja, du brauchst Wasser, mein Freund. Ja, ich wollte eigentlich auf Wasser machen, hab mich leider verklickert. Geh weg, lass mich. Schnell raus hier. Ja, ihr werdet uns oft sehen, wie wir Unsinn machen. Ich bin nass. Oh, warte, halt so. What the? Entschuldigung, ich wollte mich nur schnell. Jetzt hast du dich nass gemacht. Ich frage mich, was hinter dieser Tür ist. Da ist eine Kiste. Ich will die Kiste. Kann man nicht irgendwie durch? Ja, warte mal, schauen wir mal. Sieht nicht sehr robust aus. Ja, gut dann. Deine Idee. So. Jubi war schneller, verdammt. Und was haben wir da wohl drin? Ein Zauberstab. Den Stab des Weißen Weisen. Na, wenn das mal nicht passt, dann weiß ich auch nicht. So, schauen wir mal, was bringt denn der Stab des Weißen Weisen? Erhöht die Lichtreichweite und angsteinflößendes Licht ist die aktive Fähigkeit davon. Oh, stimmt, guck mal, diese Schilder hier. Warte mal, wie war denn das?
Ah, das war ein Konnte man überhaupt diese Zauber lesen? Die Zauberstäbe lesen, meine ich. Tab. Ah, okay. Mach dein Inventar praktisch auf. Ah, stimmt, ja. Oder ist noch was? Wie üblich, nichts als Spam. Ihr merkt schon, das Spiel nimmt sich selber ganz schön auf die Schippe irgendwie. Nein, das Spiel nimmt sich selber voll ernst. Und das finde ich halt so schön an diesem Spiel. Das macht einfach unglaublich Spaß, weil es einfach so lustig ist. Oh, and a better trooper can travel the bra. Nein. Irgendwie hat den echt Präzision, das Ding ist total zerfleischt. Okay, gut zu wissen. Und das machen wir doch glatt. Ja. Klick da mal eben drauf. Das ist mal ein toter Elch. Meine Güte. Weißt du was, Juvi? Fängt das wieder an! Ah. Das macht er jedes Mal! Das ist der beste Zauber, den es gibt. Also ich muss dich auch noch an Leben halten, gegen deinen eigenen Zauber. Ja, ist okay. Kannst ja auch ruhig auch mal was machen. Warum wir jetzt hier lang gehen, wie gesagt, wir spielen es nicht zum ersten Mal. Ah, oh, du hast mich eingefroren, du Arsch. Also das heißt, für uns ist das nicht ganz so was Neues. Es ist nicht komplett Neuland, ja. Hat wieder einen richtig hohen Wiederspielwert. So, untersuchen. Ich habe ihn untersucht. Oh, da oben ist ein Turm explodiert. Aha. Aha. Ich habe eine Art Marquis gefunden. So, willst du es aufnehmen? Dann nehme ich das auf. Ich habe Fett bekommen. Geil. Klingt super. Ja, das ist auch bestimmt der beste Zauber, den es gibt. Voll fett und so. Voll geil. Voll Ups. Wortspiel. Diesmal habe ich dich eingefroren. Ja, hast du. Ups. Ah, was hat mich jetzt getötet? Juvi, beleb mich wieder. Ersoffen. Benutzt Wiederbelebung. Ich liege auf dem Eis, ich kann gar nicht ersoffen sein. Moment, ich muss gerade mal ganz kurz gucken. Da ist Wiederbelebung, das ist das und das. Und dann einmal ein bisschen hühlen. So. So, gehen wir weiter. Und wir sollen uns ja vor Goblins in Acht nehmen, ne? Also, guck mal, da oben liegt auch noch ein Buch, aber da kommt man. Kommen wir da jetzt hin? Nee. Nee, ich glaube nicht. Warte mal, da müsste man irgendwie hoch ob das auf die Burg kommen, aber das kriegen wir jetzt. Ich glaube sehr, sehr viel später. Achso, stimmt, ich glaube, das war ja. Stimmt, das war wirklich hier dann. Juvi, du hast rasht. So, Checkpoints, bla bla, stellen Gesundheit wieder her und beleben Gefallene wieder, bla bla, voll wichtig. So, hey, da ist ein Gebüsch. Da liegt jemand. Oh, ein Mann im schwarzen Cape hat ihm gebissen. Wussi. Liga. Ein Mann im schwarzen Cape? Komisch. War bestimmt kein Vampir. So Kontrollpunkt. Und dann gehen wir mal weiter. Jawohl. Auf ins Abenteuer. Auf zum Weltenretten. Oh, weil ich gestorben bin, ist mein weißer Zauberstab des Weisen weg. Ja, das stimmt. Okay, da haben wir unsere erste Quest. Rakanichlol, da Glitzer oben, schnell holen. Ist doch gar nicht geklaut, zum Glück. Au! Oh. Röste nicht unsere Auftraggeberin, bist du wahnsinnig. Ups. Wow, what the fuck? Ich weiß schon, röste nicht den Juvi. Ja, das passiert in dem Spiel auch oft mal. So. Kellerati pa da blogio. The cup of mint by the Rigseki competitors. Oh well. Oh, kein Inventar im Spiel. Wir wollen doch immer unsere Belohnung. Was hat das Ausrufezeichen bei deinem Kopf zu sagen? Ja, das ist in letzter Zeit eine weit verbreitete Krankheit, dass Leute Ausrufezeichen im Schädel haben. War das so oder kann man einfach raufklicken? Interagieren. Ja, hier, das ist ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei. Und da! Ein Schwert im Stein. Juvi, das ist deine Aufgabe. Zieh es heraus. Das Schwert. Excalibur. Excalibur. Und der Stein ist noch dran. Ja klar.
Ich meine, wir sind ja nicht die Auserwählten, wir können es ja nicht rausnehmen. Warte mal, geht's hier unten vielleicht irgendwo hin? Neun. Vor allem, die Beschreibung ist doch so geil. Das berühmte Schwert im Stein. Komplett mit Stein. Yay. Yeah. Warte mal, ach stimmt, da ist ja auch noch was. Moment, das nehme ich mal mit, das Stäbchen. Der Stab des Lebens. Regenerationsaura. Der aktive Effekt ist Wiederbelebung. Wir hatten nochmal die, Stäbe benutzt. Die aktiven Fähigkeiten. Weiß ich nicht mehr. Finden wir sicherlich noch raus. Jo. Hier gibt's Spinnen, Vorsicht. Oh, ups. Wow. Alter. Erinnerst du dich noch an meinen Kombi-Angriff? Bestimmt, aber ich will ihn gar nicht mehr wissen. Gegner nass machen und dann blitzen? Ich erinnere mich dran. Alternativen Meteoritenschauer. Ja. Aha. Ja, das ist ein mutiger Held. Ah, der Captain erwartet uns, sondern also der Hauptmann. Dann mal rein da. Dann mal rein zum Hauptmann. Ja. Hauptmann! Hauptmann! Ah, Helde, die Björn, Moody Carl. Wir spätzen alle Beter fra. What the fuck? Ich, hungriger Waldtroll. Wie bald ist Ball? Es guckt sie an der! Mein Gott. Au! Der hat die Wache nach mir geschmissen. Du sollst den Troll angreifen, nicht den Hauptmann, ne? Ja, aber er ist davor gelaufen. Ich mach mal ein bisschen Schaden. Okay, ich mach mal ein bisschen Schaden. Alter, warum müssen die Bitches immer davor stehen? So, BAM! Oh, was, der Hauptmann hat überlebt? Was ist da los? Na klar, kommen wir allein zurück. So, marscha ut dag, men ge fegen alta. Ni kan yxer ha om ni må bättre. Okay, dann nehme ich deine Axt. Ja, nimm die mal. Oh, was haben wir denn hier? Gewöhnliche Armeezelte. Aha. Und was ist das da? Das ist ja bestimmt kein gewöhnliches Armeezelt hier. Oh doch, auch das sind gewöhnliche Armeezelte. Und hier unten? Sind es gewöhnliche Armeezelte? Guck mal nach. Tatsache. Ja, es sind wirklich gewöhnliche Armeezelte. Aber weißt du was? Besonderes. Warte mal, geh mal aus dem Weg. Ich glaube, gewöhnliche Armeezelte brennen nämlich. Nein, doch nicht. Dieses gewöhnliche Armeezelt ist kaputt. Es brennt nicht. So, ja, dann haben wir das erste Level geschafft. Yay. Dann haben wir Dufte hingekriegt, oder? Ja, definitiv. Den Troll mit dem Meteoritenhagel abgeschossen. Sehr gut. Angriff der Gottkrieger. So setzten unsere jungen und kühnen Zauberer ihre Reise fort. Ihr Leitstern angesichts der Gefahren dieser Welt war der fesche Flag, der nie im Leben ein Vampir ist. Als sie den Fronskogurwald erreichten, wurde klar, dass das Böse bei Fuß stand. Ja, ist die Karte ist auch so geil. Gibt's erstmal eine kleine Insel, die The Island of Relier heißt. Ja, und hast du The Boring Sea. Ja, aber das finde ich halt eine schöne Anspielung auf H.P. Lovecraft.